Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer Runde Game of Thrones, das Brettspiel, beziehungsweise die digitale Version davon. Gibt es für 20 € auf Steam, glaube ich. Wir spielen natürlich eine normale Runde gegen schwere Computergegner. Und zwar mit dem Hause Baratheon. Und dann gehen wir auch gleich mal rein, würde ich sagen. Genau, alles auf schwer. Das hier wollen wir nicht. Das kenne ich auch aus dem Brettspiel gar nicht. Gehen wir mal rein. Ja, ich find ja so Brettspiel-Let's Plays total unterhaltsam. Gucke ich mir sehr gerne an. Gibt es leider viel zu wenig auf YouTube. Auch zu dem Spiel hier. Deswegen habe ich gedacht, machst du einfach mal selber eins. Für die Leute, die das auch genießen. Ihr seht schon. Es ist relativ komplex. Ich werde das Spiel nicht erklären. Das ist hier einfach nicht möglich. Einiges ergibt sich natürlich hier aus dem Spielverlauf heraus für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Gibt es aber auch Tutorials auf YouTube und so weiter. Genau, aber erklären werde ich das Spiel nicht. Aber ich werde versuchen, euch so umfangreich wie möglich an meinen ganzen Gedanken teilhaben zu lassen, nach welchen Gesichtspunkten ich hier meine Züge mache. Und wir machen erstmal kurz eine Bestandsaufnahme. Wir sind auf Platz 1 des Eisernen Throns. Das heißt, wir ziehen am Anfang von jeder Runde. Das ist schon mal gut. Da sind wir relativ weit hinten. Das heißt, wenn wir Gleichstand mit einem der Häuser haben, entscheidet bei einem Kampf, wer höher auf dieser Leiste ist. Und hier sind wir auch nur auf Platz 3. Das heißt, wir können nur einen Special Token setzen. Gut. Wir besitzen Drachenstein. Zwei Rekrutierungswert. Und ich habe mich entschieden, ich habe mir natürlich die Startposition schon mal angeguckt. Ich denke, ich werde erstmal King's Landing einnehmen in der ersten Runde. Die andere Variante wäre aus meiner Sicht, dass man die beiden Festungen nimmt. Das macht vom Rekrutierungswert nicht viel aus, weil die haben jeweils einen. Und King's Landing hat einen Rekrutierungswert von 2. Und man kriegt noch zwei Macht-Tokens. Deswegen ist für mich erstmal, glaube ich, doch die attraktive Variante hier erstmal King's Landing zu sichern. Gut, was machen wir? Dafür müssen wir einen Marschbefehl hier hinsetzen, um nach Blackwater zu kommen. Dann machen wir einen Unterstützungsbefehl von plus 1 hier. Und ein Marschbefehl von 0 nach Dragonstone. Was ist der Plan? Mit dem Ritter hier rübersetzen nach Kingswood. Dann haben wir hier drei stehen. Und dann mit dem Footman direkt King's Landing angreifen. Und das reicht nämlich, denn wir haben hier eine Garnison von 5. Der Fußsoldat gibt 1 Stärke, die geben 3 Stärke plus 1 Verstärkung von hier. Und das reicht, um Dragonstone einzunehmen. Gut, mehr können wir auch gar nicht machen in der Runde. Und deswegen bleibt mir nichts weiter übrig, als erstmal abzugeben. Ich hoffe natürlich, dass die Martells nicht nach Norden marschieren, denn ich würde mir gern die eine Festung dann noch krallen und dann irgendwie einen Pakt mit denen arrangieren. Genau. Dann marschieren wir erstmal mit dem Boot nach Blackwater. Das bleibt natürlich da stehen. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Runde, beziehungsweise in der nächsten Westeros-Phase, Musterung gleich haben, damit wir ein paar neue Einheiten ausheben können. Okay. Die Starks, Narrow Sea. Das ist relativ Standard. Okay. Die Greyjoys sichern sich River Run. Jetzt mal gucken, was die Lannisters machen. Achso, die sind hier rübergegangen, okay. Genau. Dann bitte einmal den Fußsoldaten. Ich, im Moment den Ritter. Nach Kingswood. Denn den Fußsoldaten lassen wir dann stehen in King's Landing. Denn um dort rekrutieren zu können oder konsolidieren zu können, brauchen wir dort mindestens eine Einheit. Es wäre blöd, jetzt beide Einheiten hier reinzuschicken. Weil dann kann ich die zweite Einheit nicht benutzen, um sie zu bewegen, wenn ich da einen Musterungsbefehl reinhaue. Deswegen habe ich mich entschieden, den Ritter hier rüber zu setzen. Dann können wir in der nächsten Runde die beiden Einheiten, die dann hier stehen werden,
So ein bisschen gucken, ob wir nach Crackclaw Point schicken oder nach Storm's End oder vielleicht sogar in die Weite. Wahrscheinlich nicht nach in die Weite, aber genau. Deswegen den Ritter bitte erstmal hier rüber. Und der Fußsoldat geht nach King's Landing. Genau, haben wir alles richtig. So, Marsch bestätigen. Das sollte reichen. Genau. Gleichstand reicht gegen alle Kräfte. Und wir haben gesiegt. Was machen wir? Oh, da gibt es jetzt schon Beef. Ah, ist nicht gut. Harrenhal. War aber so ein bisschen klar, dass die Lannisters hier nach Harrenhal gehen. Jetzt ist es mich mal spannend, ob sie... Ui. Kostet sie schon mal eine Ritter-Einheit. Das tut natürlich richtig weh in der Anfangsphase. Da hat man relativ wenig Einheiten. Und da gleich eine Zweier-Einheit zu verlieren, ist schon mal suboptimal. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Gewinnen sie. Krass. Verliert aber keine Einheit, weil er hat zwei Verteidigungs... Zeichen. Zieht sich in den Hafen zurück, okay. Das ist eigentlich auch relativ Standard. Natürlich, die wollen sich hier die West Summer Sea sichern. Und... Okay, House Stark hat rekrutiert. House Martell auch. Ah, das ist relativ schlecht. Ja, keine Rekrutierung. So. Alle bieten um die Position auf den Einfluss leisten. Ah, wäre nicht so gut für uns. Ah, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir ein paar Einflusszeichen bekommen würden. Ich glaube, da sind wir relativ gut aufgestellt. Ja, okay, hat sich ausgesucht, dass wir bieten auf die Position. Hm. Tja, was machen wir? Ich hätte gern lieber hier auf dem Königshof eine höhere Position. Eiserner Thron finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Wildlinge greifen nicht an, diese Runde. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt Machtmarker dafür zurückhalten. Ich biete mal nicht darauf. Es ist mir nicht so wichtig, wann ich dran bin. Ah, okay, den anderen auch nicht. Ah, okay, ich darf die Gleichstände aufheben. Ich würde sagen, Lannister ist für mich eigentlich so ein bisschen die größte Bedrohung gerade. Tyrell auch. Deswegen bin ich eigentlich damit zufrieden, dass die hier relativ weit unten sind. Ich bin natürlich über Martell, logisch. Ja, das geht so in Ordnung. Okay. Mach mal ein bisschen leiser. Die Soundeffekte. Lehnsleiste. Ist auch nicht so wichtig. Ich gebe mal einen ab. Ah, das war richtig Waste. Obwohl, nee, Quatsch. Ich darf ja... Ach nee, ich darf nicht mehr bestimmen, weil Stark schon auf dem Thron sitzt. Position 3 ist aber auch nicht so schlecht. Und die über uns sind, sind nicht diejenigen, gegen die wir unbedingt kämpfen. Deswegen eigentlich optimal. So, und hier will ich auf jeden Fall... Ich muss mir noch ein paar Marker... Also einen Marker sollte ich mir mindestens zurückhalten, weil ich hier rausziehen will aus dem Gebiet. Dann muss ich einen Machtmarker zurücklassen, also setze ich mal 3 und hoffe, dass das reicht. Oh, what a waste, what a waste. Okay. Na, wobei, was heißt what a waste? Es gibt ja 2 Top-Positionen, deswegen alles richtig gemacht. Aber 2 hätten natürlich auch gereicht. Okay. Gut. Keine Marschbefehle plus 1. Oh, Geheimbünde. Boah, jetzt schließen die überall Allianzen ab oder irgendwas. Ich guck mal ganz kurz, wo sind die Allianzen? Nee.
Nee. Da. So, Martell. Runde 2, Baratheon und... Hä, wo sehe ich denn das mit den... Ach hier, Allianzen. Okay, Haus Martell hat sich noch mit niemandem geeinigt. Die Tyrells und die Lannisters, die haben irgendwas verabredet. Das ist schlecht für mich. Ich gehe mal davon aus, dass die eine Allianz haben. Das heißt, sowohl die Tyrells können hier in meine Richtung vordringen. Die Lannisters haben zumindest von einer Richtung auch freie Hand. Ich denke mal, ich muss mich hier mit den Martells einigen. Bin ich vor denen dran? Ja, das ist gut, denn ich würde gerne jetzt eine Allianz anbieten. Dann hier nach Storm's End reinmarschieren. Bin nämlich vor denen dran. Das heißt, es besteht keine Gefahr, dass die dort irgendwie einmarschieren. Und wir schon Bündnis haben. Das wäre blöd für mich. Also wenn ich jetzt am Anfang der Runde ein Bündnis anbiete und die würden mir vor mir hier reinmarschieren. Genau. Deswegen gucken wir mal. Wie mache ich das? Haus Martell. Bündnis anbieten habe ich noch nicht gemacht. Allianzen. Allianz anfordern. Martell. Haben sie angenommen, sehr gut. Dabei belasse ich es erstmal. Und dann müssen wir unsere Tokens setzen. Also, ich würde sagen, King's Landing auf jeden Fall werden wir rekrutieren. Die normalen kann man nur zur Macht konsolidieren benutzen, oder? Genau. Entweder rekrutieren. Genau, den kann man auch zum Rekrutieren benutzen. Deswegen gibt es da erstmal einen Rekrutierungsbutton. Und hier machen wir einen Marschbefehl. Hier Unterstützung, definitiv. Und hier machen wir... auch Unterstützung. Sind wir relativ stark aufgestellt. Ich würde mir gerne Crackclaw Point und Storm's End hier sichern. Dafür müsste ich Kingswood allerdings offen lassen. Okay. Bla 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 bla. Genau, mehr kann ich nicht vergeben. Dabei belassen wir es. Jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass die... Ja, das sieht schon mal gut aus. Ah, fuck, die können King's Landing raiden. Das ist sehr schlecht. Hier, das ist ein Problem. Bastard. Ja, der hat sich jetzt von mir... Ich verliere jetzt quasi einen Machtmarker und das ist sehr schlecht, weil ich kann jetzt nicht mal das Gebiet besetzen. Das ist echt schlecht. Ja, das ist ein Problem. Vielleicht muss ich erstmal in die Weite marschieren. Ist vielleicht klüger. Die Weite sicher... Ah, Cracklaw Point, verdammt. Ja, Planänderung. Ich denke, ich werde mir jetzt Storm's End sichern. Das ist echt ein Problem, dass ich hier das Fass zurücklassen muss, ne? Denn wenn wir uns das mal anschauen... Versorgungstechnisch sehe ich sehr schlecht aus. Wenn jetzt eine Aktualisierung stattfinden würde, dann würde ich hier zurückrutschen auf ein Fass bloß. Das ist sehr, sehr schlecht. Kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ich besetze jetzt erstmal Storm's End. Das ist ein No-Brainer. Und muss, glaube ich, hier doch den Ritter stehen lassen. Ist vielleicht ein bisschen fragwürdig jetzt, aber... Wenn sie rekrutieren, wird es natürlich... Ich meine, das Problem ist, ich kann hier nicht... keine Macht konsolidieren, ne? Weil... Wenn der hier jedes Mal so ein Raid-Token reinsetzt, oder...
Hier oben auch. Dann klauen die mir jedes Mal meinen... Ah, das ist ein Problem. Ich könnte mir noch die Weite sichern. Wichtig wäre, dass Martell hier langsam mal losmarschiert. Ich denke, ich muss... Ich brauche unbedingt Fässer. Hier oben. Tja, was machen wir? Ich denke, es ist jetzt... Ich meine, ich bin ja noch nicht... Es ist ja noch nicht so, dass ich hier schon am Limit bin, ne? Ich habe bisher nicht eine Armee, wo mehrere Einheiten drin sind. Ich denke, die Weite zu sichern ist jetzt wichtiger. Das mache ich auch. Ich versuche es. Muss es versuchen. Kriegen die Unterstützung? Nein. Wir müssen es versuchen. Jetzt gucke ich mir erstmal die Karten an. Okay, das ist nutzlos. Ich habe keinen Fußsoldat, mit dem ich angreife. Das ist auch nicht so wichtig. Zweier mit Vernichtungskarte. Also im Grunde sind die beiden Karten also nicht so entscheidend. Würde ich zwar den Kampf verlieren, aber keine Einheiten. Haben die den... Ne, sie haben nicht das Schwert. Und ich stehe höher auf der Schwertleiste. Das heißt, wenn wir unentschieden haben... gewinne ich... Ich denke, eine 2 würde mir reichen hier. Ich will halt auch nicht meine guten Dinger jetzt verbraten, ne? Ich greife mit 2 an. Hatte ich 3? Ich hau mal eine 2 raus. Hier, Brienne von Tart. Sehr gut. Okay, das reicht für den Sieg. Sehr wichtig. Und jetzt hoffe ich natürlich auf eine Musterungskarte. Das wäre ganz, ganz wichtig. Okay, Martell stößt vor. Sehr gut. Benutzen sie nicht. Tja, unser Machtzuwachs-Token ist natürlich geradet worden. Das ist ein Problem. Nein, das darf nicht wahr sein. Ach, verdammt. Wir kriegen Macht. Ist aber nicht viel. Und die Wildlinge greifen an. Tja, 6er Stärke. Ich biete mal 1. Wenn jeder 1 bietet, sind wir fein raus. Und wenn einer weniger bietet, bin ich nicht der Schwächste vom Gebot her. Deswegen ist das relativ klug, denke ich. Genau, sind wir raus. Perfekt. Oh nein, das sind die Tyrells. Ah, die kriegen mehr Soldaten. Das ist ein Problem. Okay. Fehler teilen. Was machen wir? Wir müssen jetzt hier unbedingt mal ein bisschen Macht konsolidieren. Ich hoffe, dass der Lannister hier keinen Raid-Token hat. Ich könnte natürlich selber hier so einen Raid-Token machen, um den dann loszuwerden. Allerdings ist er vor mir dran. Das heißt, er könnte sich das klauen. Ich hoffe, dass der mal so ein bisschen auf Defense, dass er hier irgendwie einen Verteidigungstoken hat oder so. Ich würde sagen, hier ist Verteidigung angesagt. Hier kann er auch angreifen. Deswegen gibt es hier einen Unterstützungstoken. Ah, nicht so einfach. Wir müssen unbedingt rekrutieren, ey. Ach, verdammt.
Also der rückt nicht weiter vor, das ist klar, der muss verteidigen. Der verteidigt jetzt natürlich nur hier den, ne? Aber anstatt hier einen Verteidigungstoken zu setzen, mache ich lieber hier einen Unterstützungstoken, plus 2, ne? Das heißt, hier stehen eigentlich 3 Einheiten. Und versuche hier... Ja. Ich mache mal einen Raid-Token. Ich will hier selber nicht versuchen zu... Achso, kann ja hier gar nicht mustern, stimmt. Dafür bräuchte ich ja den. Ich hoffe mal, dass er hier versucht, Macht zu konsolidieren, damit ich mir das klauen kann. Ich könnte natürlich auch den Stern-Dings hier unten hinhauen. Und hier eine Einheit rekrutieren. Dann habe ich aber die Gefahr, dass er den raidet. Na, das ist so ein bisschen... Eine Einheit wird nicht ausreichen, um King's Landing einzunehmen. Ja, wobei, hat Tywin Lannister noch, ne? Wobei, ich habe... auch noch meinen Vierer. Ne, das wird nicht reichen. Er kann hier nicht einmarschieren. Das heißt, die Gefahr ist eigentlich nur, dass er mir den raidet. Deswegen mache ich... habe ich schon gesagt, ne? Er ist ja höher. Das ist Quatsch. Er könnte mir den klauen, weil er vor mir dran ist mit dem Auflösen der Befehle. Das bringt gar nichts. Ne, ich muss hier Unterstützungsbefehl machen. Und das war's. Bitte, bitte einen Machttoken, bitte einen Machttoken hier unten. Ach, verdammt. Und er raidet. Ich wusste es. Ich wusste es. Über King's Landing. Er hat einen Überfallbefehl. Da. Verdammt. Er kann mich natürlich auch theoretisch in Ruhe lassen. Macht er aber nicht. Ach, verdammt. Das tut richtig weh. Tja, und da kann ich nichts mitmachen. Den lassen wir verfallen. Wehe, du klaust mir den Unterstützungsbefehl. Okay, macht er nicht. Wir sind momentan gleich auf mit dem Haus Lannister, was die Bogen angeht. Aber unsere Versorgung ist natürlich miserabel. Wir können uns keine großen Armeen leisten. Das wird ein Problem werden. Der geht da wieder raus, das ist gut. Das bringt mir nichts. Okay, die Greyjoys können entscheiden, ob keine Verteidigungsbefehle erteilt werden können. Keine Marschbefehle plus 1 erteilt werden können oder es gar keine Einschränkungen gibt. Keine Marschbefehle plus 1. Tja, und mein Problem ist wirklich gerade, dass ich, ja, dass ich nicht, keine Macht konsolidieren kann. Das ist mein Problem gerade. Wenn ich hier in Dragonstone noch eine Einheit hätte, dann könnte ich da wenigstens ausheben, ja, und ein bisschen meine Macht aufbauen, aber... Ah, ich könnte ihn natürlich angreifen, ne? Und das werde ich auch machen, klar. Das heißt, hier gibt es erstmal einen Unterstützungsbefehl. Blackwater ist... Von Blackwater her gibt es keine Gefahr. So, du kriegst den +1 Marschbefehl. Wir versuchen mal, Crackclaw Point einzunehmen. Und Storm's End ist jetzt auch sicher. Das heißt, ich könnte jetzt nach Kingswood. Allerdings ist das Problem, wenn ich hier rausmarschiere, dann muss ich einen Token zurücklassen. Und dann kann ich nicht hier auch noch rausmarschieren. Aber ich kann jetzt hier mustern, weil dieses Feld nicht mehr besetzt ist. Das heißt, er kann hier keinen Überfall... Aktion mal starten. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall schon mal eine Einheit rekrutieren gleich. Vorausgesetzt, die Martells machen nicht irgendwelche bescheuerten Überfallbefehle. Aber mit denen bin ich ja verbündet. Das heißt, muss ich jetzt mal davon ausgehen, dass das hier glatt geht.
Du könntest auch einen Überfallbefehl machen. In der Hoffnung, dass er hier konsolidiert. Allerdings besteht die Gefahr, dass er hier einen Marschbefehl macht. Mit den Truppen hier reinmarschiert und dann hier einen Marschbefehl noch drin zu liegen hat und hier reinmarschiert. Deswegen ist mir hier ehrlich gesagt die Verteidigung ein bisschen wichtiger. Muss die Weite noch ein bisschen halten. Ja, was machen wir mit dir? Du kriegst einen Raid-Befehl. Nee, Quatsch. Auch einen Unterstützungsbefehl. Das heißt, wir haben hier 1, 2 plus 1, 3 Unterstützungseinheiten, die beim Angriff auf Crackclaw helfen. Das sieht gut aus. Okay, damit bin ich zufrieden. Ja, wir haben es gesehen. Unter der Weite hat er doch einen Konsolidierungsbefehl gemacht. Das heißt, den hätte ich raiden können. Aber so ist es eben. Ist halt ein Spiel. Ah, hier ist er. Hat er geraidet? Nee. Da gibt es nichts zu raiden. Ich habe keine Power mehr, ne? Also wenn jetzt gleich ein Westeros-Angriff ist, habe ich ein Problem, weil ich habe keine Machtmarker. Rückt nicht vor. So. Ja, würde ich sagen, dann auf nach Crackclaw Point. Ja. Lassen einen Marker zurück in King's Landing. So. Ja, wo ist denn hier die Unterstützung? Jetzt. 4, okay. Wer hat das Schwert? Die Greyjoys? Warum hatten wir 2? Kriegt der von irgendwo Unterstützung? Von den Starks? Nee. Im Ernst? Ich glaub's nicht. Die Starks unterstützen die Lannisters, okay. Was haben sie noch für Karten? Tywin? Und Sir Jaime sind die beiden stärksten. Vier und zwei. Das wäre nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Wir müssten keine von unseren fetten Karten verbrennen und das heißt, wir hätten 5 mit der Karte. 5er Stärke. Und das wird auf 0 reduziert. Aufgrund des Karteneffekts. Wenn du in diesem Kampf Unterstützung erhältst, bekommen wir ja, wird die Stärke aller Schiffe, die nicht den Baratheons gehört, auf 0 reduziert. Ja, dann hätten sie also, wir hätten 5, sie hätten 1. Was können die dagegen setzen? Tywin? Dann hätten wir Gleichstand und ich würde gewinnen, weil ich höher auf dem Lehnstrecker stehe. Nee, tue ich nicht. Scheiße, ich muss... Ah, verdammt, ich muss höher. Allerdings, wenn sie Tywin einsetzen, verliere ich keine Einheit. Das heißt, ich würde halt... Ja, ich bräuchte eigentlich mindestens eine 2, um auf jeden Fall zu gewinnen. Wir machen mal Renly. Dann kriegen wir nämlich auch einen Ritter. Und wir brauchen ein paar Einheiten. Das hilft nichts. Ich setze mal Renly ein. Ja, das ist ein bisschen suboptimal jetzt, aber was soll's.
So, das ist nicht gut. Blackwater. Oh nein. So, und hier können wir rekrutieren. Oder Machtzuwachs und wir rekrutieren natürlich. Nur was rekrutieren wir? Ich würde fast sagen Fußsoldaten. Damit wir Kingswood wieder einnehmen können. Oder nach King's Landing irgendwas entsenden können. Schiffe sehe ich jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, ich nehme an Fußsoldaten. Oh ja, Rekrutierung. Oh, ist das ganz wichtig. Das ist sehr gut. Wir haben nämlich 5 Bogen jetzt mittlerweile. Und wir haben so unser Einheitenlimit. Unser Einheitenlimit. Mal echt aufpassen. Gut, ich würde sagen. Hier ein Ritter. Hier ein Fußsoldat. Dann haben wir die 3 Armee voll. Und die zweite von den Fußsoldaten würde ich dann gerne umgruppieren. Muss ich auch wieder aufpassen mit dem Limit. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass wir echt zu wenig. Wir haben echt das Limit, ne? Das ist echt ein Problem jetzt. Ich würde sagen. Ein Ritter. Bitte. Dann ein Schiff. Hier ein Fußsoldaten. 2 davon werden wir mit dem -1-Befehl dann ein bisschen umverteilen. Hier kann ich schon mal nichts mehr. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das geht nicht anders. Ich habe einfach zu wenig Einheitenlimit. So, und Dragonstone machen wir auch einen Fußsoldaten. Und ein Schiff in den Hafen. So. Bin ich eigentlich mal zufrieden. Jetzt kommen auf jeden Fall sehr viele mehr Marker. Ja, und ich hab keine. Ach, ich habe keine. Keine Marken mehr. Ich kann gar nichts bieten. Ich stehe aber höher jetzt über den Lannister. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Hm. Ich kann nichts bieten. Ja, jetzt hauen die mich natürlich überall nach unten, weil ich die meisten Bogen habe. Immerhin. 2 Spezialbefehle, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Keine Unterstützungsbefehle. Ah, das ist schlecht. Gut, hier auf jeden Fall ein Verteidigungsbefehl. Hier einmal Macht konsolidieren. Keine Unterstützungsbefehle. Ah, verdammt. Ich kann die umgruppieren, theoretisch, aber es bringt mir nicht viel. Ah, ich brauche unbedingt Versorgung. Also hier kommt erstmal der Marschbefehl plus -1 rein, weil einer muss nach Kingswood. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Kapazität mit der Armee. Wir können auch Blackwater reinmarschieren, theoretisch. Das machen wir auch. Da gibt es nämlich 2 Fässer. Wir können uns 3 Fässer theoretisch sichern in dieser Runde. Crackclaw Point. Verteidigung, Angriff, umverteilen.
können wir noch konsolidieren. Tja, verteidigen oder raiden? Ich würde fast sagen raiden. Ich habe nicht aufgepasst, was er hier die letzte Runde gesetzt hat. Ja, ich mach's mal ein bisschen defensiver und gehe erstmal auf Verteidigung. Genau, damit bin ich ja nicht so weit zufrieden. Wir müssen jetzt erstmal die Position halten. Also so von den Festungen her. Wir brauchen nur mehr Versorgung. Das ist unser einziges Problem gerade. Sind wir mit 5 Festungen eigentlich erstmal gut aufgestellt? Und dann würde ich gerne hier in die Fingers irgendwie einfallen. Irgendwie hier eine 2er-3er-Flotte, Narrow Sea sichern und dann hier Festung Nummer 6 und ein bisschen Versorgung sichern. Die sind auch schlecht angreifbar. Ne? Von hier ist alles noch frei. Hier ist ein roter Fluss dazwischen, das heißt, man kommt hier nicht rüber. Das ist alles noch unumkämpftes Gebiet. Gebiet für Befehl auswählen. Ich habe doch alles eigentlich verteilt. Na gut, hier kann ich noch was reinhauen. Das ist aber im Grunde egal. Und wo kann ich noch was reinhauen? Hier auch. Gut. Passt. So, und das sieht auch sehr gut aus hier. Er hat keine Unterstützung. In Blackwater. Genau, den lassen wir verfallen, brauchen wir nicht. Relativ defensiv, glaube ich, alle. Hier könnte gleich was passieren. Haus Stark. Ja, das sieht hier schon so aus nach... Ja, wobei, ich glaube, die werden eher hier unten uns irgendwie lang gehen. Ja, sag ich doch. Die beefen sich mit den Martells. Martells haben relativ gute Defensivfähigkeiten. Ah, das wird nicht reichen. Verliert eine Einheit. Die müssen mal ein bisschen Dampf jetzt machen gegen die Tyrells. Die stehen hier die ganze Zeit nur im Hafen rum. Macht er gar nicht. Ja, macht er auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht ein bisschen nach unten verteilt. Passiert nichts. So, my turn. Auf jeden Fall Kingswood sichern. Eine Einheit. Vielen Dank. So. Und dann würde ich sagen, zweite Einheit nach King's Landing. Geht das? Ah, wir haben schon 2 Zweierarmeen, ne? Achso, genau. Eine und die zweite. Die löst sich ja auf in dem Moment, wo ich die bewege. Das heißt, das würde gehen. Genau, einmal bitte nach King's Landing. Moment. So, einmal dahin. Und du bitte dahin. So. Passt. Marsch bestätigen. Oh, das ist auch gut für mich. Starks sichern sich ein bisschen mehr von ihrem eigenen Land. Ah, das ist nicht gut. Ach so. Nee, alles gut. Das bedroht mich auch erstmal nicht. So, und jetzt können wir uns Blackwater sichern. Ich denke, das werde ich auch tun. Dann haben wir auch nicht mehr das lästige Problem, dass wir hier fürchten müssen, dass wir geradet werden von irgendjemanden. Jetzt müssen wir nur noch mal rechnen. Wir haben 2 Einheiten. Wir greifen eine Einheit an, die keine Unterstützung hat. Nee. Und die Lannisters haben eine 4er-Karte.
Genau, wir lassen einen Fußsoldaten hier, damit wir da noch weiterhin Marker platzieren können. Und ab nach Blackwater mit dem Ritter. Marsch bestätigen. So. Die Lannisters haben nicht das Schwert. Sie sind allerdings höher auf dem Schwert, auf der Schwertskala. Das heißt, beim Unentschieden gewinnen sie. Und das ist jetzt schon ein wichtiger... Ist schon eine wichtige Schlacht. Das wäre Katastrophe, wenn er den spielt. Und danach mit Tywin gegenhält. Also wenn ich jetzt Stannis verbrate und er spielt Tyrion... Wenn dein Gegner auf der Einflussleiste eine bessere Position hat. Tja, was machen wir? Ist schon eine wichtige Schlacht jetzt. Ich riskiere es einfach mal. Ich hoffe, dass er nicht Tyrion setzt. Ach, Schwein gehabt. Okay. Ja, geht an uns. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt richtig ordentlich Supply. Jetzt müssen wir erstmal nur die Position sichern, so wie sie jetzt ist. Wir haben 5 Bogen, wir haben eine gute Versorgung. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen mustern. Und so ein bisschen konsolidieren. Ah, die rekrutieren jetzt auch ordentlich. Bitte Versorgung anpassen. Nein, er macht rekrutieren. Oh, ich habe 5 Bogen und ich kann kaum rekrutieren. Es ist zum Kotzen. Ist das bitter. Ist das bitter. Also hier kann ich auf jeden Fall ein Schiff in die Bucht setzen. In den Hafen setzen. Was bringt mir das? Das bringt mir nicht wirklich was. Ich kann auch zur Belagerungsmaschine aufwerten. Ich habe keine Ritter mehr. Doch, ich kann auch 2 Ritter ausgeben. Also ich denke mal, hier brauche ich auf jeden Fall mehr Verteidigung. Hier muss noch einer rein. Er hat ja auch schon einen Belagerungsturm stehen. Das ist echt... Also hier kommt auf jeden Fall ein Fußsoldat erstmal rein. Ja, hier kann ich im Grunde nur einen Ritter oder ein Schiff... Machen wir mal erstmal Dragonstone. Da hätte ich gern ein Upgrade auf den Turm. Ja, da kann man in Zukunft überlegen, so. Erie könnte man angreifen. Also um sich dann noch Festung 6 und 7 zu sichern. Schon, dass man das schon mal in der Rückhand hat. Ein Turm. Also auf jeden Fall ein Turm. Ja, mehr kann ich nicht rekrutieren. Mehr geht nicht. Crackclaw Point. Könnte ich jetzt... ein Schiff nach Blackwater Bay. Rekrutieren wir nicht. Das ist bitter. Das kann ich ja nicht noch machen. King's Landing. Na, ja, Ritter verbessern, auf jeden Fall. Ein Schiff könnte ich bauen. Es bringt mir alles nichts. Ich brauche Versorgung. Ach, ist das bitter. Das ist halt das Problem von Baratheon, dass sie keine Versorgung haben. Will ich das Schiff bauen? Das Problem ist, wenn ich ein Schiff baue, habe ich keine Dreierarmee mehr, die ich haben kann. Da habe ich schon rekrutiert, da habe ich noch einen frei. Hier kann ich auch bloß noch ein Schiff bauen.
Also entweder hier oben Schiff bauen oder was kann ich hier unten machen? Na, hier kriege ich noch einen Ritter frei. Mach ich hier erstmal auf Ritter. Ja, und hier ein Schiff. Geht ja nicht anders. Ja, 3 Punkte habe ich. Ich brauche keine Punkte mehr für die West, für den Wildlingsangriff. Der findet nicht statt, diese Runde. Ich versuche wieder auf dem Königshof weit nach oben zu kommen. Na, toll. Bin ich jetzt über den Landesstass? Nee. Lehen will ich auch nichts bieten. Hauptsache die Lannisters kriegen es nicht. Sehr gut. So, und hier gehen wir mal volle Möhre. Okay. Wir haben relativ viele Territorien, deswegen brauchen wir auch viele Befehle, die wir verteilen können. So, und was wollen wir hier haben? Bitte keine Einschränkungen. Gut, also können wir alles setzen, die Runde. Okay, hat keine Einschränkungen ausgewählt. Und jetzt wird's spannend. Weil die Tyrells machen Druck. Die haben hier auch einen Belagerungsturm schon stehen. Das Gute ist, dass wir relativ viele... wir können von King's Landing aus 1, 2, 3, 4 Territorien unterstützen. Und deswegen gibt es hier definitiv den Plus 1 Unterstützungsbefehl. Das heißt, wir haben hier eigentlich 5 Einheiten stehen, hier haben wir 5 Einheiten stehen, hier haben wir 6 Einheiten stehen, hier haben wir 4 Einheiten stehen. Und das ist das Gute, wenn man so ein Territorium hat, wo was an relativ vieles angrenzt. Storm's Ending ist nicht so wichtig, weil es nicht angegriffen wird. Ich würde auf jeden Fall sagen, die können wir gar nicht bewegen, weil wegen dem... wobei, wir könnten 2 Schiffe hier hinschicken. Also wir können so ein bisschen umverteilen, die Flotte. Wäre, glaube ich, gar nicht so blöde. Weil die Territorien, die ich von hier unterstützen kann, die kann ich auch von hier unterstützen. Mit Ausnahme von King's Landing, aber King's Landing ist ja sowieso eingekesselt. Deswegen mache ich hier mal den Marschbefehl und verteile die mal um. Und mache hier noch einen Unterstützungsbefehl, der wahrscheinlich geradet wird, aber was soll's. Ja, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Nee, stimmt. Ah, nichts Quatsch, dann lieber... Der wird safe geradet von den... Machen wir hier lieber einen Verteidigungsbefehl. Wir müssen die See auf jeden Fall halten. Und hier einen Unterstützungsbefehl. Weil dann kann ich den hier auch noch unterstützen, die Flotte. Ist, glaube ich, klüger. Falls die hier einfallen. Das muss ich auf jeden Fall halten. Das habe ich ein Problem. Dragonstone mustern können wir nicht. Das heißt, wir machen Konsolidieren. Brauchen Macht. Hier können wir auch nicht mustern, weil wir keine... Versorgung mehr haben. Hier könnten wir auch noch unterstützen, ne? Boah, das wäre so krass. Haben wir hier auch nochmal plus 1 Unterstützung. Das machen wir auf jeden Fall. Ah, wir können aber auch konsolidieren. Aber es ist halt das Gute, wenn man ein Schiff im Hafen hat, ne? Man kann da einfach den... Kann man gut Macht konsolidieren. So. Jetzt ist die Frage. Der ist eigentlich gut. Ja, jetzt gibt es hier noch Verteidigungsbefehle zu verteilen. Also hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier stehen 4 Einheiten. Er hat natürlich auch einen Haufen Scheiß hier stehen, muss man sagen.
Also ich glaube, Blackwater ist so ja fast wichtiger zu halten als die Weite. Mach es mal so. Hier stehen sogar 5 Einheiten durch die Unterstützung. Nee, sogar noch mehr. Also ihr seht schon, diese Unterstützungsbefehle, die sind sehr wichtig. Da kann man richtig, wenn man eine gute Position hat auf der Karte, sehr viele Territorien mit unterstützen. Also den Verteidigungsbefehl mache ich lieber hierhin, weil das hier ist auf jeden Fall einfacher zu halten als das hier unten. Man darf nicht vergessen, die Starks können natürlich auch über die See noch einmarschieren. Und dann mache ich hier noch einen Raid-Befehl rein. Genau, also bewegen tun wir uns gar nicht in dieser Runde. Können wir auch gar nicht. Wir müssen weiter jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie Glück haben, dass endlich mal die Versorgung jetzt aktualisiert wird. Tja. Was machen wir hier unten rein? Ist im Grunde egal. Aber wir könnten natürlich hier Bornway. Könnten auch vorrücken, theoretisch. Aber wir haben keinen Machtmarker, mit dem wir das Territorium halten können. Und wir dürfen, man darf auch nicht vergessen, die KI hält sich auch nicht immer an die Allianzen. Also kann auch sein, dass Martell hier irgendwann mal einen Move macht. Die müssten auf jeden Fall endlich mal was. Die haben ein Territorium. Wenn man die See abzieht, dann haben die ein Territorium. Die müssten jetzt langsam mal hier bitte irgendwie was machen. Ja, hier ist im Grunde egal, ne? So, was mache ich hier rein? Ja, komm, machen wir. Das tauschen wir nochmal noch aus. Kriegen wir nämlich hier mehr Machtpunkte. Und dann machen wir hier. Ja, ein Raid-Befehl. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das wird wirklich eine kritische Phase jetzt. Gott, die Starks. Ich kann die Befehlsmarker theoretisch ersetzen. Ja, die marschieren safe hier ein. Will ich die Befehlsmarker ersetzen? Nee. Nicht wirklich. Die unterstützen nur. Sehr gut. Nö. Guck mir lieber die oberste Wildlingskarte an. Okay. Niedrigstes Gebot, alle eigenen Machtmarker zurück in den Vorrat legen. Das wäre egal, weil ich habe sowieso gerade keine. Genau. Die behalten wir mal oben. Nichts, die Martells, sie stehen nur rum. Ist unglaublich. Ja, was soll ich machen? Soll ich denen jetzt die Unterstützung klauen? Ich meine, die können ja sowieso nicht einmarschieren, das ist Quatsch. Brauche ich ihnen auch nicht die Unterstützung klauen, damit sie nicht misstrauisch werden? Wenn die jetzt hier noch einen Marschbefehl hätten, dann hätte ich drüber nachgedacht, aber. Genau, den lassen wir verfallen. Natürlich jetzt auch schon den einen oder anderen Fight gehabt. Das heißt, wir haben nicht mehr unsere ganzen Karten zur Verfügung. Die greifen nicht an, das ist gut. Was machen die? Die greifen auch nicht an. Ah, okay. Sichern sich ein Machtzentrum. Was mir gerade auffällt, theoretisch könnte man, wenn man die Flotte hier vertreibt,
Airy und White Harbor einnehmen. Ist nicht verteidigt. Das schaffe ich nicht. Wenn ich hier jetzt drei Schiffe hätte, dann würde es gehen. Okay. Gut, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf diese Runde. Und dann gucken wir mal, wie es Ende des Zuges aussieht, ob sich da was ergibt. Wieder ein Befehl. Okay, welchen Befehl? Hä? Ja gut, ich habe ja bloß Unterstützung und... Ach so, alle Marschbefehle sind schon durch. Okay, krass. Du kannst... Hey, ich will nicht rekrutieren. Ich will Macht haben. Ich will nicht rekrutieren. Ich will Macht haben. Ich habe doch da so einen Machttoken. Oder kann man mit dem nur rekrutieren? Entweder rekrutiere oder erhalte eine Macht. Ah, okay. Verstehe, das macht er automatisch. Bitte Versorgungslimit. Das gibt's doch nicht. Ich kann nichts rekrutieren. Ich kann nichts rekrutieren. Es ist zum Niederknien, wirklich. Ja, und daran seht ihr eben, dass, wie wichtig diese Fässer doch sind. Ja? Es bringt überhaupt nichts, den ganzen Bogen zu besetzen, wenn man die Rekrutierungskapazität nicht ausschöpfen kann. Kann ich vielleicht hier einen Ritter irgendwie machen? Nee. Ich will aber auch nicht. Nee, ich will keinen Turm haben. Will ich nicht. Nee, will ich nicht, danke. Was kann ich da machen? Ich könnte ein Schiff in den Hafen setzen, das mache ich. Ah, okay, ich darf mir was aussuchen. Alle sammeln Macht ein. Was würde ich denn bekommen? 1, 2, 3, 4. Oder? Was würden die bekommen? 1, 2. Das haben sie nicht besetzt. Die kriegen 2. Die Lannisters würden 1, 2, 3 kriegen. Die würden 2 kriegen und die Starks würden 1. 2, 3, 4 bekommen. Okay, die Starks sind aber nicht so ein Problem für mich. Also ich würde davon eigentlich profitieren. Deswegen machen wir mal den hier. Ich krieg sogar 9. Ah, ich kann mir noch Häfen. Oh, stimmt, die habe ich gar nicht erzählt. Egal. Keine Verteidigungsbefehl. Das ist schlecht für mich. Das ist sehr schlecht. Tja. Wir sind jetzt schon in Zug Nummer 7. Konsolidieren. Konsolidieren. Und konsolidieren. Hier auf jeden Fall ein Unterstützungsbefehl. Das ist echt ein Problem, dass ich keine Verteidigungsbefehle habe, diese Runde. Der gibt auch Unterstützung für dieses Territorium vor allem. Der hat schon Turm, Alter. Boah. Ja, man hätte halt auch die Möglichkeit, den hier in den Rücken zu fallen. Ah, die haben 6 Einheiten stehen in Sonnenspeer. 8 Einheiten eigentlich sogar. Hier noch Unterstützung. Ja, das bringt nichts. Ah, wenn dann hier irgendwie nach oben, ne? Also ich überlege halt, ne, ob ich diese beiden Schiffe hier umgruppiere nach Breaker Bay. Die sind halt hier auch wichtig, ne, für die. Wenn ich hier einen Unterstützungsbefehl reinhole, der kann halt nicht geradet werden. Das ist halt das Gute. Wenn ich hier die hinhaue, dann kriegen die zwar auch Unterstützung, aber es kann halt geradet werden. Das ist das Problem.
Ich denke, ich riskiere es jetzt mal und hau hier mal einen Unterstützungsbefehl rein und gruppiere die Schiffe mal um. Mit minus 1. Ja, und viel mehr kann ich eigentlich auch nicht machen. Außer hier noch die Überfallbefehle verteilen. Das mache ich mal noch. Hier einmal. Hier einmal. Und hier einmal. Angreifen werde ich selber nicht. Ja, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich könnte natürlich auch mit dem Ritter einfach mal Harrenhal angreifen. Weil der Turm zählt nicht. Der wird zerstört. Das heißt, hier steht eigentlich bloß eine Einheit drin. Ich glaube, ich riskiere es einfach mal. Es ist natürlich die Gefahr, dass die Starks mir hier in den Rücken fallen, auch wieder da. Das so klug ist. Was haben die noch für Karten? Die haben immer auch Tiven, ne? Ja, meine krassesten Karten habe ich halt verpulvert. Denke, wir machen es mal noch ein bisschen defensiver. Gut, habe ich noch irgendwas? Ja, meinetwegen. Weiter geht's. Überlegen, ob ich den hier noch ersetzen möchte. Also der rückt nicht vor in dieser Runde. Aber er kann natürlich von hier oben auch reinmarschieren, ne? Theoretisch, zack. Nach Cracklaw Point mit dieser Armee, was aber dumm wäre, weil dann marschieren wahrscheinlich hier die Greyjoys ein. Habe ich davon, das einzunehmen? Ich kann es ja sowieso nicht halten. Das ist ja das Problem. Was habe ich da? Habe ich zwar hier 6, könnte im nächsten Zug gewinnen, ne? Also, was man halt sehen muss, ist, diese Schiffe werden hier umpostiert. Also, angenommen, ich nehme jetzt diese Runde Harrenhal ein. Dann könnte ich in der nächsten Runde. Wenn hier 3 Schiffe stehen, mit 2 hier hochfahren, das platt machen und dann zieht den Ritter hier rein und mit dem Turm und dem Ritter nehme ich Eri ein und dann hätte ich das Spiel gewonnen. Die Frage ist, kriege ich die auf jeden Fall platt gemacht? Und da würde ich sagen, ich habe doch hier, wenn du diesem Jetzt ist auf jeden Fall eine starke Karte, die würde mir dabei helfen. Ich versuche es einfach mal. Ich ersetze mal diesen Befehlsmarker hier durch ein plus 1 Marschbefehl. Und dann schauen wir mal. Die Martells sind komplett useless. Ja, ich kann ja da nicht raiden, oder? Doch, naja, gut. Ja, machen wir mal. Was soll's. Bringt mir zwar nichts. Kann nichts raiden. Das ist sehr gut, dass der schon mal weg ist. Das heißt, die können nicht mehr kontern in dieser Runde, wenn ich dort einmarschieren sollte. Ich möchte, dass die erstmal zuerst setzen. Ich will mal wissen, was die hier vor. Ah, wobei, ja, ist auch Quatsch.
Wenn ich jetzt warte, dann greifen die mit 5 an. Gegen 1, 2, 3, 4, 5. 5 gegen. Ja, wobei, Moment, ich marschiere die erstmal hier rüber. Dann haben wir hier auch nochmal 2 Unterstützung. Genau, ihr bitte erstmal hier rüber. Hey, was? Wieso geht das nicht? Ich möchte mit 2 Schiffen hier rüber. Wieso geht das nicht? Dann habe ich eine Dreierarmee. Das ist doch ein Witz. Ich habe eine Dreierarmee. So, das ist hier diese Flotte. Warum kann ich die hier nicht rüberziehen? Das ist ja wohl Beschiss. Och nö, Leute. Das ist doch Quatsch. Ist das ein Bug oder ist das ein Regelverstoß? Weil... Das ist doch Bullshit. Ja, dann lasse ich den verfallen, geht ja nicht anders. Jetzt ist die Frage, ob es dann sinnvoll ist, dass ich da angreife, ne? Wenn ich sowieso nicht nächste Runde hier oben Dampf machen kann. Dann brauche ich da auch nicht, Harrenhal angreifen, ist doch Quatsch. Ah, jetzt greift er an. Ja, das ist aber Bullshit. Ach, ich hab keine Unterstützung. Das ist bitter. Ah, der hat noch relativ gute Karten, ne? Oh, nee. Na, ich würde sagen, wir machen mal den hier. Ja, oh, nice. Greift nicht an, sehr gut. Und den, tja, könnten hier reinmarschieren, ne? Boneway. Ach, warum nicht? Könnten mal die noch ein bisschen unterstützen und wir könnten Raid Order spielen. Komm, wir machen das mal. Ich glaube, ich ziehe die mal weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Dornischen mir da nicht irgendwie in die Suppe spucken. Weil von hier aus kann man natürlich sehr gut raiden. Ja, muss man ganz klar sagen. Und wir würden denen hier noch ein Territorium klauen. Ja, ich mach das mal. Und lass einen Marker zurück. Und den nehme ich weiter aus. Das greift nochmal an, ich gehe kaputt. Puh. Wir essen weiter oben in der... Ah, verdammt, die haben das... Ja, das werde ich wahrscheinlich verlieren. Baratheon ist auf dem Ablagestapel, das heißt eine Kampfstärke, das heißt wir hätten 3 Kampfstärke, würde uns auf 9 hochpushen. Wenn er Eldar Stark spielt, hat er auch 9, weil er hat noch das Schwert hier. Was haben wir noch für... Ist die Frage, ne, ob wir das jetzt aufgeben wollen. Also, wenn er nicht Eddard Stark spielt, habe ich gewonnen. Ist jetzt die Frage, ob er das verbrät für diesen Kampf. Ich poker jetzt mal und mach mal Sir Davos Seaworth. Und wenn er nicht Eddard Stark spielt, haben wir gewonnen. Sehr gut. Und er verliert seine Einheit. Ach nee, verliert keine Verluste, verdammt.
Jetzt gehen uns langsam die Optionen aus. Wir haben keine guten Kampfkarten mehr. Das ist natürlich nach hinten raus relativ wichtig, ne, dass man da irgendwie... Und wenn unsere Einheiten vertrieben werden aus einem Territorium. Ja, wir haben das Problem momentan, dass wir... Wenn also die jetzt hier reinfliehen würden beispielsweise und wir die nicht unterstützen können, dann müssen wir eine Einheit auflösen. Und das ist gerade so ein bisschen unser Problem. Will ich jetzt angreifen? Der könnte eine Einheit kaputt machen von mir. Habe ich noch eine Defensivkarte? Man könnte ja einfach mal so eine Runde fighten, um denen quasi jetzt eine Karte aus dem Arsch zu ziehen. Aber ich will halt jetzt auch nicht unnötig irgendwie Einheiten verpulvern. Ich habe eine Stärke von 3 gegen 1. Das würde nicht reichen, wenn er die spielt. Das heißt, ich verliere im Keim auf gar keinen Fall eine Karte. Wenn ich mindestens eine 1er spiele, verliere ich auf gar keinen Fall eine Einheit. Wenn ich eine 1er spiele, verliert er eine. Ja, machen wir doch. Gut, ich greife an. Ja. Wir greifen hier an. Ja, und wir hinterlassen einen Machtmarker. So. Nochmal gucken. Also wenn er Tivin spielt, hat er gewonnen. Dann ist aber auch die Tivin-Karte los. Und ich kann mich einfach verlustfrei zurückziehen. Wenn er Sir Jaime Lannister spielt, würde ich eine Karte verlieren. Also ich muss mindestens eine 1 spielen, damit wir nicht Gleichstand haben. Das mache ich auch. Ja, sehr gut. Wir verlieren zwar, aber es ist nicht schlimm. Und der ist die Karte los. Ja. Im Grunde auch ein Sieg, finde ich. Und wir kassieren wieder... Ey, ist schon wieder Rekrutierung. Das gibt's doch nicht. Ja, und die werden halt immer stärker, ne, unsere Gegner. Und wir können einfach nicht rekrutieren. Also ich habe schon Spiele gehabt, da kam immer nur Versorgung aktualisieren, ja. Du hast verzweifelt darauf gewartet, dass du mal rekrutieren kannst. Und jetzt ist das genau umgedreht. Ja, was soll ich denn hier rekrutieren? Bestimmt kein Turm. Nee. Nee, danke. Aber hier kann ich jetzt einen Fußsoldat setzen. Das ist natürlich sehr gut. Das mache ich auch. Ja, kostet mich nichts. Und das ist auch sehr gut, denn ich bin sehr stark jetzt von meinen... Okay. Position auf dem eisernen Thron ist mir nicht so wichtig. Da wird aber traditionell sehr wenig drauf geboten. Also was habe ich davon? Bin halt eher dran. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Hm. Gut. So. Schwert. Ich denke mal, da werde ich jetzt relativ viel bieten. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Wittlinge greifen auch gleich an. Warte mal, die Karte, die als letztes oben lag, war der niedrigste Bieter verliert Macht oder irgendwie so war das. Das heißt, das ist nicht wichtig für uns. Das heißt, wir können ruhig alles verpulvern, ne, weil... Und dann setzen wir einfach nichts bei dem Wildlingsangriff und verlieren aber auch keine Macht dadurch. Also das ist im Grunde egal, wir können jetzt mal richtig... Ich biete mal 5. Ja, total überboten, aber dafür habe ich das Schwert. Und das kurz vor Schluss, das ist schon mal nicht schlecht. So, und hier hole ich jetzt alle draus. Ah. Boah, Leute. Wahnsinn. Aber die Lannisters kriegen wenigstens keinen Plusmarker. Genau, alle eigenen Machtmarker zurück in den Vorrat legen. Ich habe aber keine mehr.
Das heißt, es ist im Grunde für mich egal. Es ist sogar gut für mich, wenn wir verlieren. Gut. Die Probleme sind immer noch die alten. Ich habe plus ein plus zwei Marker, das ist schlecht. Das heißt, ich habe keine Unterstützung, ne? Wenn ich jetzt da den... Nee, Moment, das ist, dann mache ich lieber hier den plus 1. King's Landing kriegt die Unterstützung plus 1. Den kann ich ja nicht bewegen, haben wir festgestellt, aus unten komischen Gründen. Das heißt, da ist auch Unterstützung angesagt, nach hier oben. Und der bitte auch Unterstützung. Der unterstützt alle Angrenzenden. Genau. So, dann haben wir noch Verteidigung zu vergeben. Ja, ist die Frage, ne? Wo ist jetzt wahrscheinlicher, dass wir angegriffen werden? Boah, der hat schon zwei Belagerungstürme. Boah, das ist natürlich bitter. Aber er hat seinen Tiven verloren, ne? Ja. Das heißt, er hat eine Stärke von 8 und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht gar nicht. Und ich habe den Valyrian Blade. Das heißt, kann mich nicht besiegen. Wenn er eine Zweierkarte spielt... Ah, ich habe bloß noch ein Patchface. Scheiße. Ja, aber dann mache ich hier die Verteidigung. Weil wenn er hier angreift, da zählen seine Türme nicht. Die zählen nur auf eine... Wenn er eine Burg angreift. Und hier mache ich einen Raid Order. Weil... Ja, das ist gut. Hier machen wir... Konsolidierung, Konsolidierung. Ja, und wir wollen eigentlich unsere Boote nicht mehr... Wir wollen eigentlich sonst nichts setzen. Wir könnten hier rein, ne? Boah, das wäre so bitter. Und einfach mal hier seinen Turm überrennen. Das mache ich mal. Der kann sich nämlich nicht zurückziehen. Und wenn wir dieses Gebiet verlieren, ist das nicht wirklich schlimm. Und den könnten wir vorziehen, theoretisch. Dann können wir hier wieder einen Fußsoldaten rekrutieren. Mach ich auch mal. Zack. Und was bleibt denn jetzt noch? Hier bleibt noch Raid-Befehl. Dann können wir hier... Hier hat er wahrscheinlich einen Unterstützungsbefehl. Das ist wichtig, ne? Wenn hier ein Unterstützungsbefehl ausgegeben wird, kann man den platt machen. Dann kann er hier nicht wirklich stark angreifen. Okay, damit bin ich einverstanden. Mhm. Aktionsphase. Ja. Stimmt, die Greyjoys haben ja das Seegebiet eingenommen. Ja, Überfallbefehl auf jeden Fall hier oben. Genau, hier ist nämlich ein Unterstützungsbefehl. Sehr gut, der ist weg. Da haben wir auf jeden Fall hier so ein bisschen Crackclaw Point mit geschützt. Vor den Stark-Angriffen. Ganz wichtig. Wir müssen jetzt die Position eigentlich nur noch halten. Dann haben wir gewonnen. Das sieht nicht gut aus. Dadurch, dass wir immer nicht rekrutieren konnten. Ne? Das ist echt... Greift nicht an. So, jetzt würde ich sagen, überrennen wir einfach mal den Turm. Das sind 4 Angriffspower. Ja, und er kann das auch nicht zurückerobern, weil er keinen Marschbefehl mehr hat. Und dann steht hier auf einmal Ultron offen. Leute. Aber ganz weit offen.
Angriff. Jetzt. Und dann kriegen wir unsere Karten wieder. Und wenn mal, wenn der jetzt drauf geht, ist auch nicht schlimm, weil die Beat ist nicht viel wert. Was wichtig ist, dass wir unsere Karten wieder kriegen, ne? Fußsoldaten haben wir nicht. Wir verlieren keine Einheit. Wir kriegen alle Karten wieder. Valyrische Klinge will ich nicht einsetzen. Fußsoldaten kann er nicht vernichten, weil wir nicht angreifen. Und ich kann dem sogar eine klauen, eine Karte. Nein, will ich nicht einsetzen. Genau, ich verliere zwar, aber es kostet mich im Grunde nichts. Im Gegenteil, es bringt mir nur was, weil ich kriege alle Karten wieder. Ich kann ihm jetzt noch eine Karte klauen. Eine seiner guten. Er hat ja fast noch gar nicht gekämpft. Und ich behalte mein Territorium. Und wir werden auf jeden Fall Sir Loras Torrell ist eine der stärksten Karten. Weg damit. Sehr gut. Oh, das war so wichtig. Und hier könnten wir jetzt eigentlich auch einfach mal reinmarschieren, ne? Nach Harrenhall. Also ich habe gerade einen Plan. Ich glaube, ich kann jetzt gewinnen in der nächsten Runde, wenn ich es richtig anstelle. Ich kann nämlich Old Town einnehmen. Hat aber hier Unterstützung überall. Ah, scheiße. Ja, ich habe alle Karten wieder. ich könnte nächste Runde gewinnen. Wenn ich es richtig anstelle, weil ich marschiere einfach hier rein. Und ich marschiere nach Ironwood. Und dann habe ich 7 Festungen. Ja, wo kann ich mich mit dem hinbewegen? Nirgendwo, ne? Ne, geht gar nicht. Kann ich nicht benutzen, den Marschbefehl. Es könnte klappen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt für die Angriffe auch meine guten Karten. Und die Tyrells haben keine guten Karten mehr und die Lannisters auch nicht. Also wenn ich es jetzt einigermaßen gut anstelle... Hier erhält... Ja, gibt nochmal ordentlich Power für mich. Keine Machtzuwachsbefehle, das ist nicht, das ist auch nicht wild. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin halt als letzter dran, das ist ein Problem. Aber wenn ich es gut anstelle, könnte das reichen. Die dürfen hier halt keine Unterstützungsbefehle spielen, ne? Was haben die noch für Karten? Eine 2er und eine 1er Karte und hier haben sie bloß noch, ne? Immerhin eine 2er Karte. Hier kommt der Angriffsbefehl plus 1. Hier kommt ein Angriffsbefehl plus 0. Hier kommt ein Raid-Befehl rein. Die könnten natürlich auch... Naja, das ist... Nee, das ist Quatsch, das ist zu riskant. Vor allen Dingen ist Highgarden auch verteidigt von der Flotte. Aber jetzt nicht die Defensive vernachlässigen. Wir sind jetzt kurz vor Schluss. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das irgendwie ins Ziel bringen. Wir können vielleicht gewinnen. Aber das darf ich jetzt nicht verdummdödeln. Ich habe bloß einen davon, verdammt. Also hier muss der plus 1er rein, das ist klar. Dann müssen wir einfach darauf hoffen, dass hier keine Unterstützungsbefehle gespielt werden. Und wenn ja, kann hier zumindest der geradet werden. Hier muss definitiv ein Verteidigungsbefehl rein. Das ist echt riskant jetzt, ne? Hier muss auf jeden Fall ein Raid-Befehl rein, damit hier wieder die Unterstützung platt gemacht wird.
hier und hier jeweils unterstützend, falls wir angegriffen werden. Ah, ich könnte hier auch einen Verteidigungsbefehl reinhauen. Macht aber keinen Sinn, weil er kann sowieso bloß mit einer Einheit angreifen. Und die ist auch noch von hier unterstützt. Seine Karten sind schlecht. Ja. Wir können theoretisch den bewegen, ne, wenn wir hier erfolgreich sein sollten mit dem Angriff auf Ironwood. Das war's. Ja, gut. Verteidigungsbefehl. Damit bin ich erstmal so zufrieden. Mal gucken, ob es aufgeht, der Plan. Keine Unterstützung, keine Unterstützung. Ah, oh, der hat ein plus 2 auf Verteidigung. Das könnte klappen, das könnte klappen. Es könnte reichen, wenn die Martells jetzt keinen Mist machen. Okay, der lässt mich in Ruhe. Und ich habe sogar noch das Valyrian Blade. Ich gewinne. Der will angreifen. Bin ich vor den Lannisters dran? Leider nicht. Oh, das könnte hässlich werden. Die könnten mir Cracklaw Point klauen. Das könnte richtig hässlich werden. Ironwood ist unser. So, und die haben wieder einen Unterstützungsbefehl, den Raven war. Sehr gut. Das ist sehr gut. Die hätten angreifen sollen. Die hätten angreifen sollen. Das machen sie nicht. Dadurch verlieren sie gleich 2 Türme. Aber die sind so doof. Guck mal, wenn die jetzt hier angegriffen hätten, anstatt... Es wird ja immer Reihe um. Quasi spielt jeder erstmal einen Befehl aus. Wenn sie hier angegriffen hätten... Wir haben keine Unterstützung. Da stehen einfach mal 2 Türme mit 8 Angriffskraft. Ja, die können gar nichts machen. Also ich nehme den ein. Ah, die Starks können hier einfallen. Das habe ich vergessen. Die Starks können hier einfallen. Das habe ich halt vergessen, ne? Das heißt, wir müssen das als zweites lösen. Wenn wir erst hier angreifen, anstatt erst hier unten anzugreifen, dann können die Starks das noch zurückerobern. Und dann haben wir nicht gewonnen. So, wenn ich den hier einnehme, kann das nicht mehr zurückerobert werden. Von niemandem. Genau. Ich greife mit 2 gegen... mit 3 gegen 2 an. Machen wir erstmal. Angriff. Aber jetzt haben die natürlich, was ich übersehen habe, die können natürlich jetzt nochmal hier angreifen. Ne? Das ist jetzt das Gute dabei. Aber ich habe, die greifen mit 8 an. Ich habe hier 2 stehen. Plus die sind 4. Plus die sind 7 plus valyrischer Stahl sind 8 plus die bessere Karte. Genau, also die können nicht gewinnen hier oben. Das heißt, wir bestätigen hier. Wir geben mal keinen Machtmarker aus, weil den ziehe ich hier einfach nach. Ach komm, wir gehen den aus. So, jetzt müssen wir. Den müssen wir auf jeden Fall jetzt gewinnen, den Fight. 3 gegen 2. Was können sie spielen? Eine Zweierkarte, eine Einserkarte. Das ist auch egal. Okay, also maximal 2 können sie spielen. Das
Das heißt, ich muss mindestens eine 1 spielen. Dann haben wir Gleichstand und wir gewinnen. Weil wir höher auf der Einflussskala sind. Genau. Also eine 1 reicht uns sogar. Nochmal kurz nachgucken. Genau. Und können die Unterstützung bekommen? Nee. Können sie nicht. Das heißt, wir nehmen mal Melisandre. Dann können wir sogar noch für die Galerie ihre Ritter zerstören. Nee, leider doch nicht, aber ist das egal. Nee, brauchen wir nicht. Wir gewinnen. Das ist die 6. Festung. Und wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe, haben wir gewonnen. Wir müssen... Ja, die greifen nicht mal an. Das heißt, die werden einfach überrannt. Die Greyjoys machen noch ein bisschen Dampf da bei den Lannisters. Soll mich nicht stören. Jetzt gucken, was die Starks noch aus dem Hut zaubern, aber das sieht auch nicht besonders beeindruckend aus. Nee. Die lassen mich in Ruhe, sehr gut. Das stört mich nicht. Jetzt könnten wir die noch überrennen, ne? Theoretisch. Aber wir sichern uns jetzt den Sieg, weil... Nochmal gucken, keine Unterstützung. Angriff. Marsch bestätigen. So, und die Lannisters haben maximal einen Zweier. Genau, das heißt, ein Einser würde mir reichen. Ich nehme mal Brienne von Tarth. So, und valyrische Stahlklinge brauche ich nicht mal. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, wird zuerst dieser Effekt hier ausgelöst? Ist jetzt schon ausgelöst worden? Also selbst wenn, ist egal, habe ich... Selbst wenn ich nochmal tausche, habe ich immer noch gewonnen. Das heißt, ich brauche die Klinge nicht. Und das sollte der Sieg für mich sein. Die Türme sind besiegt, die können sich nicht zurückziehen. Und damit habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Festungen und habe gewonnen. Haus Baratheon holt den Sieg. ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann seid so nett, lasst ein Abonnement da, ein Like da, dann findet sowas nochmal statt. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Tschüssi!